I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Kambodscha. Wie ihr seht, hat es hier die ganze Nacht geregnet. Ja, der Regen hat auch gerade erst aufgehört. Hier ist noch alles überschwemmt. Aber die arbeiten dran und bauen da ja ein neues Drainagesystem. Also alles gut, aber mich interessiert das sowieso nicht mehr, da ich ja bald gar nicht mehr hier bin, hoffe ich jedenfalls. Ja, normalerweise wollte ich ja eigentlich ein Video erst wieder machen, wenn ich die thailändische Grenze überschritten habe, aber da doch in den Kommentaren immer mehr und mehr und mehr gefragt wurde, ob ich jetzt noch fahre oder nicht fahre, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich euch mal mit auf den Weg zu meinem Frühstücksrestaurant, also sprich eine Suppenküche mit vielen Töpfen, aber das werdet ihr gleich sehen. Nein, die Entscheidung ist gefallen, also ich werde auf jeden Fall, sobald mein Motorrad verkauft ist, nach Thailand zurückfahren. Es wird höchstwahrscheinlich auch nicht Pattaya werden, weil Pattaya ist nicht meins. Es werden auch nicht viele Bar-Videos kommen werden, aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Es wird mit Sicherheit genauso interessant oder vielleicht noch ein bisschen interessanter als hier in Kambodscha. Ich habe auch noch über Kambodscha einiges zu sagen. Das mache ich aber erst, wenn ich in Thailand bin. Ja. So, jetzt erstmal an meine Suppenküche ranfahren, parken und gucken, was sie da haben. Ja, also hier gehe ich immer morgens hin zum Essen holen. Hier haben wir so ziemlich alles an Küche, Khmer-Küche, die was man sich so vorstellen kann. Ja, von Chicken Bun, Vegetable, ich glaube Fisch. Hier ist irgendwas mit Speise drin. Suppen. Wir haben ja auch gebratene Fische auf dem Grill. Gut, da bin ich ja nicht so der Fan von. Nette Leute. Und jetzt hole ich mir noch einen. Mein Essen liegt da noch. Und jetzt besorge ich mir noch ein Baguette mit leckerem Salat. So, mein Khmer-Gemüse habe ich mir eingekauft mit Reis dabei. Hat gekostet 5000 Riel, also 1,25 Dollar. Und dann nochmal ein Baguette. Die hatte ich euch aber schon mal gezeigt in den ersten Videos, wie die aussehen. Auch für 5000 Riel. Das ist dann immer ganz lecker, so für nachmittags mal. Dann ist es auch schön durchgeweicht mit dem Salatsauce. Schmeckt einwandfrei. Ja, jetzt mache ich mich gerade mal auf den Weg, noch mal ein paar Zigaretten holen. Fahre dabei den etwas längeren Weg. Ja, damit ihr noch ein bisschen was von der Stadt sehen könnt. Ich denke mal, dieses wird eventuell mein letztes Video sein aus Kambodscha. Aber ihr wisst ja, ich bin der Columbo, der immer wieder irgendwas Neues findet. Ja, ich möchte mich auch noch mal ein bisschen entschuldigen. Nicht ein bisschen, sogar sehr viel. Da meine Pöbelei vielleicht doch einige auf den Sack geht,
die letzten beiden Videos. Wie gesagt, das waren Aufklärungsvideos, weil einige Leute das wirklich nicht wissen. Also nicht böse nehmen, aber momentan haut hier nichts hin, was ich hier irgendwie anfasse. Und dann kommt irgendwann auch mal der Frust hoch. Ich bin kein guter Schauspieler. Ich kann euch jetzt auch nicht irgendwas vorspielen, das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das müsst ihr verstehen. Wenn ich genervt bin, bin ich genervt. Dann sollte ich vielleicht keine Videos machen. Das stimmt. Aber das ist ja hier ein Kanal, wo ich mein Leben euch eigentlich so zeige und was ich hier so mache. Und da gehören emotionale Sachen halt auch dazu, wenn man mal angepisst ist. So, ich hoffe, dass ihr damit klarkommt. Aber die meisten meiner Fangemeinschaft hier, die ist ja auf meiner Seite und hat da auch soweit kein Problem mit. Dafür herzlichen Dank und wie gesagt nochmal sorry. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und ja. Ja, in diesem Shop tausche ich meine Zigaretten eigentlich immer um. 3 gegen eine, also 3 leere Schachteln gegen eine volle. Jetzt habe ich aber in der Hektik meine 3 leeren Schachteln leider vergessen. Jetzt muss ich mir tatsächlich 2 kaufen. Winston. Und hier tausche ich natürlich auch meine Bierring-Dinger da um, die Schnippis. Zahl 500 Riegel drauf und dann kriegst du eine Dose Bier. Ja, und das wird eine Sache sein, die ich natürlich in Thailand vermissen werde. Ja, erstmal sind die Zigaretten wesentlich teurer, aber ich wollte sowieso aufhören mit dem Rauchen. Und natürlich mit diesem Biergewinn, da spart man natürlich auch ungemein. Ja, es verleitet aber auch zum Mehrsaufen, habe ich das Gefühl. Und darum ist das also vielleicht auch ganz gut, dass es das in Thailand nicht gibt. So, ja, jetzt geht's Richtung Heimat. Also Richtung mein Apartment. Wieder zurück und ja. Ja, ich möchte mich natürlich auch noch recht herzlich bei den Leuten bedanken, die mich hier finanziell mit per Buy Me Coffee oder PayPal unterstützt haben. Ich will jetzt die Namen hier nicht alle nennen, weil einige wollen nicht genannt werden. Und ja, herzlichen Dank. Das hat mir diesen Monat oder wird mir diesen Monat noch helfen. Ja, und vielen Dank dafür. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt mal hinten rumgefahren. An meinem Lieblingskreisel oder auch meinen Lieblingskreisel zu. Da fahren wir jetzt einmal rum. Die dritte Straße wieder rein. Und dann bin ich auch schon fast zu Hause. Also wenn ihr mal ein Apartment sucht, die da wo ich eigentlich abgestiegen bin, die sind momentan sind da mehr, also überwiegend Deutsche drin, ist glaube ich nur ein Khmer, die da drin wohnt. Alles andere sind Deutsche und Engländer einer. Ja, man kann aushalten da. Da, dieses Video ist auch hier jetzt gleich zu Ende. Ich hoffe, euch hat das trotzdem einigermaßen gefallen. War ja eigentlich auch nur dafür, dass ihr wisst, dass ich jetzt nach Thailand fahre, sobald das Moped weg ist. Also da braucht ihr jetzt nicht mehr fragen, weil es kann jetzt am 15. sein, es kann am 20. sein. Wie gesagt, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssikowski, euer Tom.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock